Nach einem Angriff auf Einsatzkräfte ist ein 57-jähriger Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Düsseldorf sprach ihn am Mittwoch schuldig, unter anderem wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Zudem wurde eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der Angeklagte hat das Urteil auch heute regungslos aufgenommen. Die Kammer hat insgesamt drei Mordmerkmale bejaht. Zum einen die Grausamkeit der Tat, die Verwendung gemeingefährlicher Mittel und vor allem auch das Vorliegen sonstiger niedriger Beweggründe. Insoweit hat der Vorsitzende ausgeführt, dass die Tat besonders sinnlos und perfide war und vor allem menschenverachtend gegenüber den Polizeibeamten und Feuerwehrleuten bzw. sonstigen Einsatzkräften, die sich hier für die Allgemeinheit einsetzen. Frank P. hatte im Mai Einsatzkräfte in seine Wohnung in Ratingen gerufen und dann bei ihrer Ankunft eine Explosion ausgelöst. 9 Menschen wurden zum Teil schwerst verletzt. Der Täter ist angemessen bewertet worden. Aus Sicht meiner Mandantin ist auch das Urteil mit einer Genugtuung für sie persönlich verbunden. Zwar für sie sehr wichtig, auch dass ihr das Schmerzensgeld direkt heute zugesprochen wurde, dass wir nicht also einen weiteren Prozess führen müssen, um über die Höhe des Schmerzensgeldes zu streiten. Der Angeklagte habe einen verstörten Eindruck auf ihn gemacht, sagte Heidmann. Die Staatsanwaltschaft hatte zum Prozessauftakt vor knapp 3 Wochen gesagt, der Mann sei verschiedenen Verschwörungstheorien zugeneigt gewesen. Eine Zuordnung zu einem bestimmten Bereich der politisch motivierten Kriminalität habe allerdings nicht festgestellt werden können.